Wissen Sie, wer Johannes Gutenberg war? Aber natürlich. Weiß ich. Können Sie mir die Frage beantworten? Hallo, wir stehen hier vom Gutenberg-Museum. Und ich möchte gleich wissen, wer Johannes Gutenberg eigentlich war. Fragen wir doch mal die Leute. Johannes Gutenberg war der Mann, der letztendlich die Buchdruckkunst erfunden hat. Gutenberg war der Erfinder von dem Buchdruck mit beweglichen Lettern. Der Erfinder der Massenbuchdruckerkunst. Johannes Gutenberg war ein berühmter Mann um 1450. Der hatte Goldschmied gelernt und als Goldschmied hat er auch Wissen gehabt, wie man mit Metall umgeht. Und dieses Wissen hat er sich zunutze gemacht und hat im Laufe der Jahre kam der Gedanke, er müsste Schriften anders umsetzen können, vervielfältigen können. Dankeschön.